Wo soll ich das nochmal hin? Soll ich jetzt hier einfach weitergehen, weil ich habe ja alles durchsucht? Hm, ich glaube, ich muss hier einfach weitergehen. Andere Möglichkeiten sehe ich da jetzt nicht so gerade. Von daher schätze ich einfach mal, dass ich da weitergehen muss. Zumindest gehe ich davon jetzt aus. Weil irgendwie muss ich ja weiterkommen. Aber ich habe gerade auch nicht mehr so viele Tränke. Aber mein Inventar ist noch nicht voll genug, um meinen Hundi weiterzuschicken. BZW wegzuschicken. Leck mich fett. Leck mich fett. Halt. Ah, verfluchte Scheiße. Stadt oder Eingang? Okay, Eingang. Kein Problem. Kein Problem. Da sind wir noch relativ nah dran. Boah, Alter, diese Quest ist echt hammerfett schwer, muss ich sagen. Hm. Mein Story-Technisch ist ja alles. Also, das interessiert mich ja kein bisschen eigentlich so gesehen. Ich will hier nur durchmetzeln, Sachen sammeln und fertig ist, ey. So gesehen, ne? Was da jetzt wirklich storytechnisch mega passiert, muss ich ehrlich zugeben, interessiert mich gar nicht so sehr. Ich denke mal, die meisten interessieren sich dafür nicht. Ich rette halt die Welt, indem ich irgendwelche Sachen erledige. Und so weiter, ihr wisst schon. Voll normal. Ich meine, wer macht das nicht? Und zack. Ein bisschen Leben wiederholen. Muss ja auch mal sein. Und da ist wieder so ein lilaner Wichser hier. Der aber auch nichts kann. Ja komm, papalapap, stirb endlich. Gib's doch auf, du kannst auch eh nix. Hier, zack. Jetzt können wir da lang oder da lang? Wir gehen einfach da lang. Da lang oder da lang? Wir gehen da lang. Hm. Alter Schwede, leck mich fett. Hier holen wir erstmal den hier. Im Ernst? Alter, ohne Scheiße, hier, pam, zurück zum Start, ey. Wir machen jetzt erstmal das andere Quest und gucken, ob wir uns weiter leveln können. Das geht ja mal gar nicht, klar, dass ich die ganze Zeit hier sterbe. Ich gehe ja gleich noch rollen. Hm, vielleicht gehe ich auch irgendwann mal offstream angeln gehen und um dadurch vielleicht ein bisschen Geld zu farmen. Was eigentlich, glaube ich, total unlogisch wäre und total unnötig. Aber naja. Nein. So, damit kann ich mich irgendwo hin teleportieren. Sag mir das auch früher. Kann ich davon vielleicht mehrere auf einmal kaufen? Ah, okay. So geht das also. Hm. Naja. Das ist besser, aber ich kann es noch nicht benutzen. 7 erhöht jede Giftschaden um 8%. 6 Mana, nee. Ich glaube, ich verkaufe jetzt mal ein paar Sachen, ey. Hm, Schaden zurückgeworfen? Nee, passt eigentlich auch nicht. Erstmal würde ich gerne 10 Körperpanzer und noch mehr coole Sachen. Wie viele von denen? Gar keins, dann verkaufen wir nochmal eins. Um das Ding noch zu identifizieren. Hm, welches ist denn besser? Erfordert Stufe 20? Genau. Aber okay. Ich denke mal, ich verkaufe jetzt einfach erstmal ein paar Sachen. Hä? Hä? Achso, ich trottel. Ich dachte schon, wieso ist alles weg? Boah, Junge, Junge. Das verkauf mal. Verkauf mal. Das ziehen wir mal sogar an. Und zwar für Eispanzer. Eispanzer verkaufen wir. Das verkaufen wir auch.
Verkaufen mal. Das Ding können wir eigentlich auch verkaufen. Das ist immer noch unbrauchbar. Verkaufen, verkaufen. 12, 18, verkaufen. Verkaufen. Oh. Für die Leiter-Inventar. So, gut. Kann ich den da zurückholen später? Glaub schon. Kann man hier alles, alles verkaufen. Mhm. Ja. Haben da früher zwei Steine rein investiert. Aber ist ja auch vollkommen egal. So. Ja. Und wir kaufen mal den ganzen Scheiß hier. Wo steht denn, wie viel das bringen würde? Achso, da unten steht's ja. Also nicht wirklich viel bringt's, aber wie viel es halt letztendlich doch gebracht hat. Hm. Das kann man auf einmal verkaufen. Genauso wie das hier. Oh, das sieht als Hemd bestimmt cool aus, aber dennoch verkaufen. Das hier ist zweihändig. Macht zu wenig Schaden. Macht auch zu wenig Schaden. Eigentlich auch zu wenig Schaden, oder? Ja. Ja. Ja, komm, verkauf mal. Wobei Angriffsgeschwindigkeit relativ gut war. Körperschaden zurückwerfen. Ja, komm, weg damit, ey. Hm. Ja, komm, lass mal das erstmal so. Tun hier alles rein. Was hier noch so ist. Mhm. Und hier stellen wir die Sachen, die wir noch nicht sehen können, beziehungsweise die wir noch nicht tragen können. Weil vielleicht werden die später ja besser sein als das, was wir jetzt haben. Und dann können wir sagen, okay, das ist cool, das nehmen wir jetzt. So kann ich das besser auseinanderhalten, versteht ihr? Ja. Zack. Und der Verkauf Waffen, habe ich gehört. So, okay. Sind denn die Sachen, die ich verkauft habe? Rüstung. Hm, nee. Wie viel bringt eigentlich so ein Fisch? Voll wenig, ja? Ja, leider. Alter, so ein Trank bringt 352. Und wie viel kosten die hier so? Hier kann man die, glaube ich, gar nicht kaufen, war nee. Die muss man bei den anderen kaufen. Und was ist denn das für einer? Der verzaubert mir scheinbar irgendwas oder so. Da auch. Und... ach, das ist diese komische Dingens da. Zurückmachen, um Fähigkeiten neu anzusetzen und so. Brauche ich aber auch nicht. Ja, okay, dann gehen wir mal wieder nach oben. Und versuchen erstmal unser Hauptquest zu schaffen. Weil sonst werden wir das andere nicht schaffen. Denn das ist mir viel zu schwer. So, erstmal verkleinern wieder. Ein bisschen. So, sehr schön. Je mehr man sieht, je besser ist es. Oh, da sind ja noch Spinnen. Die habe ich damals scheinbar nicht getötet. Okay, dort oben irgendwo. Vielleicht soll ich auch mal langsam Hausaufgaben machen. Wobei, ich muss eigentlich nur lesen. Und darüber schreiben wir dann einen kurzen Test. Und dann werden wir entweder 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben. Mit 6 Fragen waren das, glaube ich, dann auch. Ja, das sieht schon mal besser aus. 14 bis 16 und wir sind Stufe 13 oder sowas. Oder 14, ich weiß es nicht genau. Aktueller Rang, 12 auf Exekutierung. Auf das Rad des Sekunden um 6 erhöhen. Ja, okay. Ich weiß ja nicht, was ich hier hochskillen soll. Mit Helikopterschaden um 2% oder Schaden um 6%. 100%ige Chance, so dass sich bewegungsmöglich zu machen für. Lol.
Für 3 Sekunden. Ich glaube, ich mach mal hier drauf. Komm, passt. Und dann gehen wir wieder da rein. Ah, immer diese Rumgelaufe. Aber muss sein, muss sein. Zum Glück habe ich jetzt nichts mehr mit und kann jetzt ein bisschen länger rumgammeln, glaube ich. Hoffentlich. Ich finde es echt schade, dass es nicht irgendwo schon so ein. Irgendwo immer so ein Inventar-Speicherpunkt gibt, wo man halt sein Inventar abspeichern kann. Wir wollen jetzt dahin. Genau. Die Frage ist natürlich, ob ich schon stark dafür genug bin. Ja, die Gegner hier können ja erstmal gar nichts. Die sind noch verläppsch. Aber, naja. Wir werden schwierigere Gegner kriegen. Das war schon mal eine Herausforderung in diesen Spinnendingens da. Verschlossene goldene Truhe. Wie kriege ich die nochmal auf? Das stand auch schon mal irgendwo. Aber ich habe es leider vergessen. Mal schauen. Naja, es ist verschlossen. Das ist mir durchaus klar. Aber wie kriege ich den Scheiß nochmal auf? Ich bin wieder Level aufgestiegen. Sehr schön. Wow, der hat aber viel Gold gelassen. Ist ja auch eine Goblin. Goblins haben immer Geld dabei. Das wissen wir ja schon. Lol, boom, da sind wir auch schon hier. Pam. Sehr schön. Die reden da irgendwas, aber ich verstehe nicht, was sie da reden. Das finde ich sehr, sehr traurig. Kann man wirklich keine genauere Einstellung machen? Schatten die sehr durch. Schadenzahl und Text. Normal. Lol. Okay, das wollte ich nicht. Einstellung. Zack. Ja, okay. So, jetzt sind mir auch mehr Daten. Wie viel unser Hundilein da Schaden macht und so, glaube ich. Das ist sehr gut, denn so kann ich halt sehen, ob der wirklich mehr Schaden macht als ich. Was ich natürlich nicht hoffe. Also, naja, was heißt ich nicht hoffe, aber ich will halt selber viel Schaden machen. Aber ich habe das Gefühl schon, da stand gerade eben 80, aber ich glaube nicht, dass. Also ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob das Schaden von dem war. Ich weiß es nicht. Hier ist ein Zuggleis. Okay. Und ich glaube, da sind wir auch schon. Yay! 16 bis 17, also wird das auch nicht sehr viel leichter sein. dann machen wir erstmal hier Schaden ohne Ende. Vielleicht das, das. Und zack, hier, zack, boom. So, fertig aus. Ach, sagen wir das dann. Ich weiß nicht. Ja, komm, machen wir hier eins noch rein. Da unten ist aber noch was. Yay. Kisten ohne Ende. Ja, dann traue ich mich noch nicht rein, denn hier sind noch mehr Sachen. Da war ein Gegner. Gut. Ja, dann gehen wir einfach mal rein und verrecken wieder jämmerlich. Mann, bin ich müde. Gleich erstmal schlafen und dann. Ui, Bombe. Und kaboom! Yay, Skelett explodiert. Gleich erstmal schlafen und dann, wie schon gesagt, gehe ich mal schön lesen. Und zwar aufmerksam lesen, denn der hat echt schwere Aufgaben. Finde ich. Immer so unauffällige Aufgaben, die. Wo man nicht so wirklich drauf kommen kann. Aua.
Unser Deutschlehrer, wir lesen nämlich gerade ein Buch, und zwar